Alles klar, wir sind live. Ja, dann starten wir einfach mal direkt heute mit echtem Publikum live und vor den PCs. Mal was ganz anderes jetzt. Ja, ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise dass ihr da seid, ihr zwei. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute Twist so ein bisschen in den Fokus rücken, um einfach ja, unsere Rücken so ein bisschen durchzubewegen, um die Organe so ein bisschen zu massieren. Und ich habe ein paar Stehhaltungen, leichte Rückbeugen, also eigentlich von allem etwas, da bin ich immer ein Fan von. Und ja, das habe ich versucht, heute meine Planung wieder mit aufzunehmen. Eventuell brauchen wir einen Gurt oder irgendwie eine Socke oder irgendwas, damit ihr eure Hände verlängern könnt oder eure Arme. Und eine Decke vielleicht, wenn ihr jetzt ein bisschen erhöht sitzen wollt am Anfang oder einen Klotz oder was ihr so da habt. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Und ganz vielleicht brauchen wir einen Block oder ein Buch. Kann man ein bisschen schwer vorhersagen, aber habt das mal besser parat. Genau, und wir starten in Sukhasana. Das ist echt ungewohnt, wenn man hier so in die Kamera und in den Raum guckt. Okay, wir starten in Sukhasana. Die Hände erstmal ganz locker auf den Knien und dann schließt die Augen, kommt hier an, atmet erstmal so, wie euer Atem jetzt fließen möchte. Schüttelt so ein bisschen den Tag ab. Vielleicht war der relativ aufregend, jetzt wo alles langsam wieder losgeht, aber alles noch so ein bisschen unkoordiniert ist. Vielleicht war der noch ganz entspannt im Homeoffice oder sowieso zu Hause. Mit jeder Einatmung bringt ihr Länge in euren Rücken. Die Schultern sind ganz locker und entspannt. Und dann bauen wir langsam unseren dreiteiligen yogischen Atem auf. Lenkt dafür die Atmung in den Bauch, in die seitlichen Rippen und bis in die Lungenspitzen unter euren Schlüsselbeinen und dann umgekehrt wieder zurück. Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Spürt, wie euer Bauch bei der Einatmung sich aufwölbt, wie die Rippen sich aufdehnen, vielleicht bewegen sich die Schlüsselbeine ein ganz kleines bisschen. Und bei der Ausatmung entsprechend umgekehrt, die Schlüsselbeine senken sich wieder ein bisschen, die Rippen ziehen sich wieder leicht zusammen, der Bauch wird wieder flacher. Wenn ihr Probleme habt, euren Atem im die einzelnen Körperstellen zu lenken, dann legt gerne eine Hand auf die betreffende Körperstelle. Dann fällt es uns meistens ein bisschen einfacher zu spüren, dass der Atem dorthin soll. Wenn ihr mögt, nehmt gerne noch den Ujjayi-Atem dazu, das leise Rauschen in der Kehle.
Tipp. Okay, ich denke, ihr hört mich jetzt wieder. Wir haben mit unserem Tupi-Kreisen begonnen, hier im Raum mit Ton, hier vor dem Computer leider ohne Ton. Wenn ihr das nächste Mal vorne seid, dann ändert die Richtung. Kommt ausatmend über links nach hinten und einatmend über rechts nach vorne. Macht euch richtig schön rund, wenn ihr hinten seid. Ihr könnt euch gerne mit den Händen ein bisschen an den Knien festhalten. Und dann lasst die Kreise langsam kleiner werden, bis ihr wieder in der Mitte eingependelt seid über eure Hüfte. Nehmt dann einatmend die Arme über die Seiten nach oben und ausatmend, dreht euch nach rechts. Das bleibt direkt hier, die linke Hand auf dem rechten Knie, die rechte Hand hinter euch auf dem Boden aufgestellt. Und dann bringt einatmend Länge in die Wirbelsäule und ausatmend könnt ihr euch vielleicht noch ein kleines bisschen weiter nach rechts drehen. Einatmend, Länge schaffen, ausatmend, vielleicht noch ein bisschen weiter in die Drehung. Einatmen nochmal hier und aus und mit dem nächsten Einatmen kommt wieder zurück in die Mitte, nimmt die Arme nach oben und ausatmen, dreht euch direkt nach links, bleibt hier. Rechte Hand auf dem linken Knie, die linke Hand hinter eurem Gesäß, aufgestellt, nicht zu weit weg, sodass ihr schön Länge in der Wirbelsäule generieren könnt. Und mit der Einatmung bringt wieder Länge in eure Wirbelsäule und ausatmen, dreht euch weiter nach links. Einatmen, Länge schaffen, ausatmen, vielleicht noch ein bisschen weiter in den Twist. Und dann atmet nochmal ein hier und aus. Und mit dem nächsten Einatmen kommt zurück in die Mitte. Ausatmen, setzt die rechte Hand am Boden ab, die linke zieht einatmend nach links über euren Kopf, nach rechts über euren Kopf, Entschuldigung. Und auch hier wieder einatmen, Länge schaffen, ausatmen, vielleicht noch ein bisschen weiter zur Seite drehen, dehnen. Jetzt ist der Wurm drin. Achtet darauf, dass eure Sitzbeinhöcker geerdet bleiben, dass ihr nicht hier abhebt mit den Pobacken. Dann atmet hier nochmal ein und ausatmet, dreht den Brustkorb ein wenig zum Boden, sodass die Dehnung jetzt in eine andere Stelle eures Oberkörpers wandern kann. Einatmend, dreht euch wieder auf und ausatmend, kommt nach oben. Einatmend, nehmt die rechte Hand über die Seite nach oben und ausatmend, zieht sie nach links über euren Kopf zur Seite. Und auch hier wieder einatmend, Länge schaffen, ausatmend, vielleicht noch ein bisschen weiter zur Seite dehnen. Beide Sitzbeinhöcker bleiben geerdet hier. Einatmen nochmal hier und ausatmen, dreht den Oberkörper ein wenig zum Boden. Die Dehnung wandert wieder an eine andere Stelle an eurem Rücken. Spürt dem nach. Einatmen, dreht euch wieder auf und ausatmen, kommt zurück in die Mitte. Und dann holt die Füße ein bisschen näher zu eurem Oberkörper und kommt über die Knie in euren Vierfüßlerstand. Die Hände unter den Schultern, die Knie unter den Hüften, die Finger sind schön aufgespreizt und dann beginnt mit eurer Katze-Kuh-Bewegung. Einatmend, kommt ins geführte Hohlkreuz, ausatmend,
Macht euch ganz rund, drückt euch aus den Schultern raus, zieht den Bauchnabel nach innen. Einatmen, wieder von der Hüfte beginnt, ins geführte Hohlkreuz, der Blick geht gleich nach oben. Ausatmen, ganz rund werden. Macht das noch ein paar Mal in eurem Atemrhythmus. Genießt die Bewegung für die Wirbelsäule hier. Und mit der nächsten Einatmung kommt zurück in euren neutralen Vielfüßlerstand. Dann streckt einatmend das rechte Bein nach hinten aus und ausatmend zieht das Knie an den Oberarm, an den rechten Oberarm. Einatmen, wieder ausstrecken. Ausatmen, wieder das Knie an den Oberarm ziehen. Richtig schön weit hoch, der Bauch muss schon ein bisschen arbeiten hier. Wenn ihr das Bein ausstreckt, dann sind die Zehen geflext, als würdet ihr nach hinten wegtreten. Die Zehen sind dann zum Boden gedreht, die Hüfte ist also zugedreht. Achtet darauf, dass ihr in den Schultern nicht einsinkt und euch leicht aus den Schultern rausdrückt hier. Und mit der nächsten Ausatmung haltet das Knie kurz am Oberarm. Haltet hier, spürt, wie die Muskeln arbeiten müssen. Einatmen hier und ausatmen, stellt den Fuß vorne ab, neben der Hand. Und dann stellt die Zehen des hinteren Fußes auf und streckt das Bein, sodass wir hier in unserem ersten Ausfallschritt sind. Und dann streckt, holt die linke Hand ein bisschen weiter in die Mitte und streckt einatmend die rechte Hand nach vorne. Ausatmen, macht einen großen Kreis nach hinten. Einatmend, zieht sie wieder nach vorne. Ausatmend, über hinten und unten. Macht hier genüsslich große Kreise. Vielleicht ist es für dich angenehmer, wenn du hier jetzt schon eine Klotze oder ein Buch unter deiner Hand legst. Und ansonsten genieß diesen tiefen Ausfallschritt. Einen großen Kreis hier und dann stell deine Hand wieder in der Mitte ab, sodass dein Fuß jetzt wieder außen steht. Und wir kommen in diese Übung rein, wie wir reingekommen sind. Setz dein Knie wieder am Boden ab, leg den Fußrücken wieder am Boden ab, sodass du hier quasi wieder im halben Vierfüßlerstand bist. Und dann atme nochmal ein, mach den Bauch fest, ausatmen, heb den rechten Fuß und lass das Knie nochmal kurz vorne am Oberarm und dann streck das Bein nochmal nach hinten aus. Und setz das Knie wieder am Boden ab für den Vierfüßlerstand. Katze, Kuh nochmal zur Auflockerung einatmen. Ins geführte Hohlkreuz ausatmen. Ganz rund werden. Und mit der nächsten Einatmung wieder in deinen neutralen Vierfüßlerstand kommen und wir kommen direkt zur anderen Seite. Streck einatmen, das linke Bein nach hinten aus, die Zehen zeigen erstmal noch nach unten, Fuß geflext und ausatmen. Hol das Bein an den Oberarm, das Knie möglichst weit nach oben gezogen, einatmen, das Bein wieder strecken, ausatmen, Knie an den Oberarm außen. Mach das noch ein paar Mal in deinem Rhythmus hier. Denk an deine Schultern, drück dich hier leicht raus, dass du nicht einfällst in den Schultern. Nochmal einatmen, das Bein strecken und ausatmend, halt das Knie vorne am Oberarm, halten, atmen nicht vergessen. Einatmen nochmal hier und ausatmen, stell den Fuß wieder vorne ab.
neben deine linke Hand. Und dann stell die Zehenspitzen des hinteren Fußes auf und streck dein Bein. Und wir sind jetzt hier wieder im Ausfallschritt, hoffentlich auf der anderen Seite. Und hol deine rechte Hand wieder ein bisschen weiter in die Mitte. Und streck einatmend die linke Hand nach vorne aus. Ausatmen, mach einen großen Bogen nach hinten. Und hol sie wieder einatmend nach vorne. Genieß auch auf dieser Seite die Kreise und den leichten Twist, den wir hier schon in die Wirbelsäule bringen. Die Ferse des hinteren Fußes tritt zurück. Spannung im Bein. Noch einen großen Kreis, ganz genüsslich. Und dann stell die rechte Hand, die linke Hand wieder am Boden ab, wieder auf der Innenseite deines Beines. Dann setzt das hintere Knie wieder am Boden ab, den Fußrücken ablegen, einatmen, den Bauch festmachen und ausatmen, hebt den vorderen Fuß, lässt das Knie nochmal kurz am Oberarm schweben und dann streck dein Bein nach hinten aus und setzt es wieder ab. Geschafft, einatmend ins geführte Hohlkreuz, ausatmend Katzenbuckel. Nochmal ein, Kuhrücken. Ausatmen, Katze. Und dann komm einatmen wieder in deinen neutralen Vierfüßlerstand. Klapp beide Zehen um, die Zehen beider Füße so rum. Hebe die Knie und komm langsam in deinen ersten herabschauenden Hund. Und dann beginnen wir direkt auf der Stelle zu laufen. Die Fersen ein bisschen auf und ab zu bewegen. Jetzt würdest du auf der Stelle gehen. Vielleicht magst du deine Hüfte ein bisschen nach links und rechts mitschwingen. Die Hände stehen schulterbreit, die Finger sind schön gespreizt. Drück dich kräftig vom Boden weg. Länge im Rücken schaffen. Und dann beug nochmal beide Knie ganz bewusst an und schieb deinen Bauch auf deine Oberschenkel. Drück dich richtig kräftig vom Boden weg. Die Beine sind nochmal gut gebeugt hier und du willst deinen Bauch auf den Oberschenkeln ablegen. Das ist die Länge, die wir im Rücken halten wollen. Und dann fang langsam an, deine Beine zu strecken, so gut es geht und ohne, dass du diese Länge im Rücken verlierst. Genieß den Hund und dann mach den Schritt ein kleines bisschen breiter hinten mit den Füßen und komm hier gut im Hund an, schön stabil, dann löst vorsichtig die rechte Hand vom Boden und bring sie an die Außenseite deines linken Beines, so auf Knöchelhöhe oder Wadenhöhe, je nachdem, wo du ankommst. Und dann versuch dich so ganz leicht in diesen Twist im Hund zu bringen. Einatmen nochmal hier, ausatmen, dreh dich wieder zum Boden zurück, setz die rechte Hand am Boden ab und mach dich bereit für die andere Seite. Den Hund nochmal schön stabil aufstellen und dann bring deine linke Hand an deines rechten Beines. Und wenn du magst, zieh dich richtig an deiner Hand bewusst ein bisschen zusätzlich in diesen Twist. Atmen nochmal hier, ausatmen, dreh dich wieder zur Matte zurück, stell die Hand auf und dann bring die Knie zum Boden und komm in dein Kind. Eine erste kurze Verschnaufpause heute. Leg die Hände gerne neben deinem Körper ab, wenn du magst, oder lass sie nach vorne ausgestreckt. Die Stirn gerne entspannt am Boden ablegen.
Dann streck deine Arme nach vorne aus und stell die Fingerspitzen am Boden auf und bilde mit den Händen so kleine Zelte. Ganz bewusst ziehe dich nochmal nach vorne. Und dann stell die Handflächen flach am Boden auf und wir kommen in einen kleinen Chaturanga-Flow. Roll dich einatmend nach oben in den Vierfüßlerstand, ausatmen, schieb dich weiter nach vorne, beug die Arme und komm so tief, dass du es gerade noch halten kannst. Und einatmend kommen wir wieder nach oben und ausatmend schieben wir uns wieder zurück ins Kind. Und direkt nochmal einatmen, nach oben aufrollen, ausatmen, Schultern über die Fingerspitzen nach vorne schieben, in den Armen eng, in den Ellbogen und wieder zurück ins Kind. Mach das mal. Auch wieder in deinem Atemrhythmus. Komm so tief, wie du kommen kannst. Wenn das nicht so tief ist, dann ist das nicht schlimm. Einatmen, nach oben aufrollen, ausatmen, Schritt nach vorne, tief kommen, einatmen, wieder nach oben hochdrücken und ausatmen ins Kind. Noch ein letztes Mal und dann treffen wir uns im Vierfüßlerstand. Klapp die Zehenspitzen wieder um. Komm zurück in deinen Herabstand. Und dann komm einatmend auf deine Zehenspitzen auf. Und dann lauf in kleinen Schritten nach vorne an den Mattenanfang. Lass dich hier kurz aushängen in der tiefen Vorbeuge. Lass die Beine gerne noch gebeugt. Jetzt so am Anfang der Yogastunde. Der Nacken ist ganz locker, der Kopf darf entspannt hängen. Wenn du magst, umfass deine Ellbogen mit den Händen. Wenn du gut stehst, magst du vielleicht vorsichtig nach links und rechts schwingen. Wenn du schwingst, komm langsam wieder zurück in die Mitte. Dann löse die Hände von den Ellbogen und fang an, dich Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben aufzurollen. Der Kopf kommt als letztes. Wir kommen zu den Sonnengrüßen. Die Füße sind hüftschmal aufgestellt. Vielleicht berühren sich die Großtierballen vorne. Vielleicht stehen die Füße parallel. Schau, was gut für dich ist hier. Vielleicht magst du die Hüfte noch mal so ein kleines, dein Becken noch so ein kleines bisschen nach vorne kippen, um Länge im unteren Rücken zu generieren, falls du jetzt hier im Hohlkreuz stehst. Und dann roll die Schultern noch mal nach vorne, oben, hinten. Ganz genüsslich, nochmal nach vorne, oben, hinten. Und dann lasse hier hinten entspannt einatmen, in die Arme über die Seiten nach oben, ausatmen, komm in deine tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, die Hände an die Schienbeine, Rücken gerade, ausatmen, Hände zum Boden, Step zurück in deine Planke. Einatmen hier. Vielleicht nochmal bewusst aus den Schultern rausdrücken. Ausatmend, Knie zum Boden. Schritt nach vorne, Chaturanga, diesmal ablegen. Die Fußrücken ablegen, einatmen. Roll die Schultern zurück, komm in eine kleine erste Kobra. Ausatmend, über die Knie in deinen herabschauenden Hund. Dann lauf hier nochmal kurz auf der Stelle. Beweg dich nochmal kurz. Und dann komm, einatmen, auf deine Zehenspitzen, ausatmen, die Knie beugen und mit beiden Füßen einen großen Schritt nach vorne zu deinen Händen machen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nochmal tief. Einatmen mit gebeugten Beinen und geradem Rücken nach oben kommen. Tadasana. Nochmal so, ein und aus. Einatmen, Adho Uttanasana,
Ausatmen, Hände zum Boden, Step in deine Planche. Einatmen hier, ausatmen, Knie zum Boden, Schub nach vorne, Chaturanga mit engen Ellbogen. Einatmen, Cobra, ausatmen, über die Knie in deinen Hund. Einatmen, die Zehenspitzen, ausatmen, die Knie leicht beugen, Schritt nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, Uttanasana. Einatmen, nach oben kommen, Tadasana. Direkt nochmal ein und aus. Ein, aus, Hände zum Boden, Step in deine Planke. Einatmen hier, ausatmen, mit oder ohne Knie, Chaturanga. Einatmen, Cobra, ausatmen, in deinen Hund. Achtung, einatmen, rechtes Bein heben, ausatmen, Knie zur Brust ziehen, in die Planke rollen, den Fuß vorne abstellen, links kommt direkt dazu. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief. Ein, nach oben, Tadasana. Ein und aus. Ein, aus und deine Planke. Einatmen hier, aus, mit oder ohne Knie, Chaturanga. Einatmen, Cobra. Ausatmen in deinen Hund. Achtung, einatmen, rechts, linkes Bein heben. Ausatmen, Knie zur Brust, in die Planke rollen, linken Fuß vorne abstellen. Rechts kommt direkt dazu. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief. Ein, nach oben, Tadasana. Nochmal, ein und aus. Ein und aus in die Planke. Einatmen hier, aus, Chaturanga. Einatmen, Cobra, ausatmen in deinen Hund. Achtung, einatmen, rechtes Bein heben, ausatmen, Knie zur Brust, in die Planke rollen, rechten Fuß vorne abstellen und wir bleiben hier im Ausfallschritt. Mach den Schritt stabil. Zum Einatmen auf deine Fingerspitzen und ausatmen nach oben in deinem Trigger 1 in der Variante. Richte dich hier gut ein, das vordere Knie ist über deinem Fußgelenk ausgerichtet, die hintere Ferse tritt zurück. Atme hier ein und ausatmen, lass die Hände hinter deinem Gesäß sinken, die verschränken sich hinter deinem Rücken. Und natürlich einatmen in eine leichte Rückbeuge. Der Blick geht vielleicht zur Decke. Einatmen nochmal hier, ausatmen, Hände lösen, direkt zum Boden. Einatmen, Schritt nach vorne schließen. Ausatmen, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief. Einatmen, nach oben kommen, Tadasana. Nochmal ein und aus. Ein, halbe Vorbeuge, ausatmen in deine Planke. Einatmen hier, aus den Schultern rausdrücken, ausatmen mit oder ohne Knie, Chaturanga. Einatmen, Cobra, ausatmen in deinen Hund. Achtung, einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, Knie zur Brust, in die Planke rollen, linken Fuß vorne abstellen und wir bleiben hier wieder im Ausfallschritt. Mach den Schritt stabil, vielleicht willst du den Fuß ein bisschen weiter nach außen stellen und den Schritt so größer machen, wenn du gerade sehr wackelig gestanden hast. Dann komm einatmen auf deine Fingerspitzen und ausatmen. Komm nach oben. In der Kriege 1 wieder in der Variante. Richte dich wieder gut ein. Das vordere Knie ist über deinem Knie ausgerichtet. Die Ferse des hinteren Fußes tritt zurück. Einatmen hier nochmal bewusst in die Länge ziehen. Ausatmen. Die Hände sinken lassen, hinter deinem Rücken verschränken. Und dann zieh dich ganz vorsichtig. Auch hier in eine leichte Rückbeuge. Vielleicht kannst du die Handflächen aneinander bringen. Vielleicht geht der Blick vorsichtig zur Decke.
Einatmen nochmal hier. Ausatmen, Hände zum Boden, Schritt nach vorne schließen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Einatmen, nach oben kommen. Tadasana. Kurz durchatmen hier. Gerne die Augen schließen. Gerne wieder den langen, tiefen Atem aufbauen, was du gerade verloren hast. Öffne die Augen wieder, komm wieder ans vordere Ende deiner Matte. Atme ein, nimm die Arme über die Seiten nach oben, ausatmen, komm in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, step zurück in deine Planke. Einatmen hier, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Cobra, ausatmen, in deinen Hund. Achtung, einatmen, rechtes Bein heben, ausatmen, Fuß ziehen, nach vorne in die Planke rollen und den rechten Fuß wieder vorne abstellen. Und dann leg dein linkes Knie vorsichtig am Boden ab und genieße erstmal diesen noch größeren Ausfallschritt. Atme hier ein und ausatmen, lass dich tiefer sinken in der Hüfte. Jede Ausatmung, lass bewusst los. Das vordere Knie ist über dem Fußgelenk wieder ausgerichtet. Und dann atme ein in die Arme, vorsichtig über die Seiten wieder nach oben. Streck dich ganz lang nach oben. Atme hier nochmal ein, ausatmen, dass die Hände wieder hinter den Rücken sinken. Verschränk sie nochmal und komm auch hier in deine kleine Rückbeuge. Einatmen hier, ausatmen, Hände lösen, Hände vorne wieder abstellen. Dann klappt die linken Zehen hinten wieder um, streckt das Bein, hebt das Knie vom Boden. Atme hier nochmal ein und ausatmen, mach einen großen Schritt nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, sing nochmal tief. Einatmen, nach oben kommen. Tadasana. Direkt nochmal ein. Und aus, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, step zurück, wieder in deine Planke. Einatmen hier, ausatmen, Schub nach vorne, Chaturanga. Einatmen, Cobra, ausatmen in deinen Hund. Achtung, einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, Knie zur Brust, nach vorne in die Planke und den linken Fuß vorne wieder abstellen. Und dann leg dein rechtes Knie am Boden ab und den Fußrücken, vielleicht die Decke umklappen oder eine Decke unter das Knie legen, falls es gerade unangenehm war. Und dann genieße hier nochmal die Dehnung. Lass dich ausatmen, tiefer sinken. Einatmend. Komm auf deine Fingerspitzen für die Arme seitlich nach oben. Streck dich hier nochmal ganz lang. Einatmen, nochmal hier ausatmen. Die Hände wieder hinter deinem Rücken sinken lassen, die Hände verschränken. Und in eine leichte Rückbeuge kommen.
Einatmen, nochmal hier ausatmen, Hände lösen und wieder am Boden abstellen. Die Zehenspitzen vom rechten Fuß aufstellen, das Bein strecken, einatmen hier und ausatmen, einen großen Schritt nach vorne machen. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief sinken lassen. Einatmen, nach oben kommen. Tadasana. Einatmen, die Arme wieder über die Seiten nach oben ausatmen. Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, in deine Planke. Einatmen, nochmal hier, ausatmen, dein Chaturanga. Einatmen, Cobra. Ausatmen, in deinen Hund. Und dann bleib hier kurz. Ich will dich nochmal gut ein. Mit dem nächsten Einatmen tritt dein rechtes Bein. Dann dreh die Zehenspitzen leicht nach außen und lass die Ferse zum Po sinken. Zu einem dreibeinigen Hund. Das Knie zieht jetzt Richtung Decke. Genieße die Öffnung der Hüfte. Und dann fang an, mit dem Knie Kreise in die Luft zu malen. Erst die eine Richtung. Ist egal welche, wir wechseln dann gleich noch. Dass die Kreise kleiner und größer werden. Und dann wechsel die Richtung. Denk an die Länge in deinem Rücken, drück dich kräftig mit den Händen aus dem Boden raus. Einatmen, streck das rechte Bein nochmal lang nach hinten. Ausatmen, zieh das Knie zur Brust, roll dich nach vorne, stell den rechten Fuß vorne, aber links kommt dazu. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Einatmen, nach oben kommen. Tadasana. Und nochmal ein. Und aus. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, Hände zum Boden, in eine Planke. Einatmen hier, ausatmen, dein Chaturanga. Einatmen, Cobra, ausatmen, in deinem Hund und wir hier bleiben. Nochmal gut einrichten hier und mit Einatmen dein linkes Bein. Dreh die Zehen außen, krieg das Bein, wollte ich schon sagen, lass es. Ferse zum Po sinken. Und dann dreh kurz hier die Hüftöffnung, bevor du anfängst, mit dem Kreise in die Luft zu malen. Und dann wechsel die Richtung. Einatmen, streck das linke Bein nochmal nach oben hinten aus. Ausatmen, setz den Fuß am Boden ab, die Knie zum Boden und schieb den Po auf deine Fersen für Balasana. Stirn ganz entspannt am Boden ablegen. Die Hände gerne neben deinen Körper nach hinten, entspannt ausgestreckt oder nach vorne, wenn dir das lieber ist. Und dann atme hier tief durch.
der nächsten Einatmung die Arme wieder nach vorne strecken und ausatmen. In deinen Vierfüßlerstand rollen. Die Zehen umklappen und kommen dann herabschauenden Hund. Einatmen, komm auf die Zehenspitzen, ausatmen, die Beine leicht beugen. Einen großen Schritt nach vorne zu beiden Händen machen. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief. Einatmen, nach oben kommen. Tadasana. Und auch hier nochmal im Stehen kurz durchatmen. Mit der nächsten Einatmung zieh deine Hände über unten nach oben und komm gleichzeitig in den Beinen tief für deinen Stuhl oder Blitz. Die Füße stehen nebeneinander hier, Bauch fest. Versuch im Oberkörper möglichst aufrecht zu bleiben. Wenn dir das in den Schultern zu eng ist, dann öffne die Arme ein wenig zum V. Atme hier nochmal ein, ausatmen, nimm die Hände vors Herz ins Anjali Mudra und dreh dich nach rechts. Verhake den linken Ellbogen außen am rechten Knie. Wirf nochmal einen unauffälligen Blick auf deine Knie, ob die auf einer Höhe sind, und ansonsten zieh dein linkes Knie nochmal leicht nach hinten. Einatmen nochmal hier und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in die Mitte. Ausatmen, die Hände direkt wieder vors Herz und zur anderen Seite drehen, nach links. Den rechten Ellbogen am linken Knie außen verhaken. Und hier den Twist wieder genießen. Wieder einen Blick zu deinen Knien werfen. Vielleicht das rechte Knie nochmal leicht nach hinten ziehen, wenn das jetzt nach vorne gerutscht ist. Einatmen hier und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte, ausatmen. Die Hände wieder Hitze, deinen Rücken sinken lassen und verschränken. Und dann lass dich nach vorn sinken. Die Beine gerne gebeugt. Den Oberkörper kannst du gerne auf deinen Oberschenkel so ein bisschen ablegen. Und dann lass die Hände über deinen Kopf nach vorne sinken. Einatmen nochmal hier, ausatmen, die Hände wieder sinken lassen, zurück in deinen Stuhl kommen und dann streck die Beine, lass die Arme sinken. Tadasana. Vielleicht die Beine kurz ausschütteln, vielleicht einfach nur kurz zur Ruhe kommen. Einatmen, nimm die Hände wieder über unten nach vorne, nach oben und lass dich in den Knie wieder tief sinken für den Stuhl. Atmen hier ein, ausatmen, die Hände wieder vors Herz sinken lassen und wieder nach rechts drehen, dass den linken Ellbogen am rechten Knie verhaken. Der Blick geht nach rechts, die Knie wieder auf eine Höhe bringen und dann verlagere dein Gewicht vorsichtig auf den linken Fuß und schau mal, ob du den rechten anheben kannst und vielleicht sogar zum Po nach oben ziehen kannst. Halte kurz hier. Hm.
Den rechten Fuß wieder abstellen. Nochmal gut ausrichten hier in diesem Twist und dann verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß und schau, ob du den linken vorsichtig anheben kannst. Vielleicht nur ein bisschen, vielleicht kannst du den Fuß bis zum Po ziehen. Kurz halten hier und dann mach einen großen Schritt nach hinten bei dem Ausfallschritt. Und wir bleiben direkt hier im Twist. Einatmen hier, ausatmen, die linke Hand außen an deinem rechten Bein absetzen. Vielleicht brauchst du hier jetzt einen Klotz und dann zieh die rechte Hand nach oben zur Decke. Einatmen hier und mit der nächsten Ausatmung ziehst du dich mit deiner Hand, mit deinem oberen Arm nach hinten, sodass du jetzt hier nach oben kommst im Twist. Die linke Hand zieht nach vorne, die rechte nach hinten. Einatmen hier, ausatmen, die rechte Hand sinken lassen und beide Hände nach oben ziehen. Krieger 1 Variante. Einatmen hier, ausatmen, die linken Fuß öffnen für den Krieger 2. Nun richte dich auch hier wieder gut ein. Der hintere Fuß ist parallel zum Mattenende. Der Blick geht über die rechte Hand nach vorne. Schau auf dein vorderes Knie, dass das auch über dem Fußgelenk ausgerichtet ist. Atme ein, hier ausatmen, lass die linke Hand auf den Oberschenkel sinken. Die rechte zieht über deinen Kopf nach hinten, friedlicher Krieger. Der Blick geht in die Hand oder vielleicht zum hinteren Fuß nach unten. Schau, was für deinen Nacken gut ist. Einatmen hier, ausatmen, nach oben kommen, den rechten Unterarm auf dem Oberschenkel ablegen und die linke Hand zieht nach vorne über deinen Kopf. Einatmen hier, ausatmen, lass die rechte Hand zum Boden sinken, die linke Hand zieht gerade nach oben zur Decke. Vielleicht brauchst du hier einen Block. Vielleicht geht das so für dich. Und wenn du magst, kannst du jetzt diese Haltung noch binden, indem du deine linke Hand auf den unteren Rücken sinken lässt und mit der rechten unter deinem Oberschenkel hindurch nach hinten greifst. Vielleicht brauchst du hier eine Verlängerung für deine Arme, eine Socke oder ein Gurt, was auch immer du hast. Einatmen hier, ausatmen, die Hände lösen, nach oben kommen in den Krieger 2. Einatmen nochmal hier, ausatmen, den hinteren Fuß wieder drehen für den Ausfallschritt. Und nochmal hier einatmen, in die Länge ziehen, ausatmen, Hände zum Boden, Schritt nach vorne schließen. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief sinken lassen. Einatmen, komm nach oben, Tadasana. Nochmal die Augen schließen. Vielleicht magst du deine Beine auch nochmal ausschütteln. Schau, was du jetzt hier brauchst oder ob du zufrieden bist. Öffne die Augen wieder, lass die Hände sinken und zieh sie einatmend über unten, vorne nach oben und geh gleichzeitig wieder tief in den Knien für deinen Stuhl. Einatmen hier, ausatmen, die Hände wieder vors Herz sinken lassen, Twist nach links, den rechten Ellbogen am linken Knie verhaken. Nochmal schauen, wie es mit deinen Knien aussieht hier, sind die auf einer Höhe? Und dann verlagere dein Gewicht vorsichtig auf den rechten Fuß und schau, ob du den linken anheben kannst. Vielleicht nur ein bisschen. Vielleicht kannst du den Fuß bis ans Gesäß ziehen. Nicht entmutigen lassen, wenn es heute nicht klappt. Und setz den Fuß wieder am Boden ab. Richte dich nochmal gut aus im Twist.
sondern verlagere das Gewicht auf den linken Fuß und versuche den rechten anzuheben. Kurz hier halten und dann noch einen großen Schritt nach hinten für den Ausfallschritt. Und wir bleiben im Twist. Nochmal gut einrichten hier. Das vordere Knie ist über dem Fußgelenk ausgerichtet. Einatmen hier, ausatmen, die rechte Hand außen am linken Fuß ausstellen. Die linke Hand zieht nach oben zur Decke. Einatmen hier und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung ziehe ich an der hinteren oberen Hand nach oben. Einatmen hier, ausatmen, die hintere Hand sinken lassen und nach oben holen für deinen Krieger 1. Schöne Variante. Einatmen hier, ausatmen, öffne in deinem Krieger 2. Einatmen hier, ausatmen, die rechte Hand zum Oberschenkel sinken lassen, die linke geht über deinen Kopf nach hinten. Der Blick geht auch hier wieder in die Hand oder nach unten zum hinteren Fuß. Das vordere Knie bleibt über deinem Fußgelenk ausgerichtet. Einatmen hier, ausatmen, komm wieder nach oben und leg den linken Unterarm direkt auf dem Oberschenkel ab. Die rechte Hand zieht über deinen Kopf nach vorne. Nicht in der Schulter einbinden hier. Nochmal einatmen und ausatmen. Lass die linke Hand zum Boden gleiten. Die rechte zeigt jetzt wieder zur Decke. Vielleicht brauchst du hier einen Block. Vielleicht ist das auch so okay. Und wenn du magst, binde die Haltung wieder, indem du die rechte Hand auf den unteren Rücken sinken lässt und die linke unter deinem Oberschenkel hindurch fädelst, sodass sich die Finger beider Hände greifen können hier. Einatmen, nochmal hier ausatmen, die Hände lösen und zurück in den Krieger 2 kommen. Nochmal hier einatmen, ausatmen, den Fuß wieder drehen. Einatmen, auch nochmal hier ausatmen, die Hände zum Boden, Schritt nach vorne schließen. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tief. Einatmen, nach oben kommen. Tadasana. Wieder durchatmen. Vielleicht die Beine ausschütteln. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seiten wieder nach oben. Ausatmen, komm in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, Hände zum Boden, Step zurück in deine Planke. Einatmen hier, ausatmen, dein Chaturanga. Einatmen, Cobra und ausatmen in deinen Hund und hier kurz halten. Wir wollen gleich von hier aus in die tiefe Hocke kommen. Deswegen stell deine Hände ein bisschen näher zueinander auf und entweder springe gleich nach vorne, sodass deine Füße außen neben deinen Händen landen, oder du machst einfach einen großen Schritt. Entscheide das selbst. Atme hier nochmal ein, heb den Blick, fixier deine Hände, ausatme, die Knie leicht beugen und dann hopp nach vorne oder der Schritt. Dann richte dich hier ein in Malasana. Vielleicht magst du dir deine Decke unter die Fersen legen oder Blöcke, wenn du mit den Fersen nicht so gut zum Boden kommst. Die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen und deine Ellbogen können deine Knie noch ein bisschen weiter nach außen drücken. Achte darauf, dass du hier
schön Länge in deinem Rücken aufbaust, das Brustbein zieht stolz nach vorne oben, sink hier nicht ein oder zusammen im Oberkörper. Dann setzt die rechte Hand am Boden ab und ausatmen, öffne die linke Hand zur Decke. Einatmen, links wieder absetzen und ausatmen, die rechte zur Decke ziehen. Mach das ein paar Mal in deinem Rhythmus. Wenn die rechte Hand das nächste Mal oben ist, dann halte sie hier kurz und dann lass die Hand auf deinen unteren Rücken sinken. Für den linken Arm von außen um dein Knie, dreh die Hand, sodass du hier wieder deine Asana binden kannst. Ich drehe mich einmal so zur Kamera, dass man vielleicht ein bisschen sehen kann. Vielleicht brauchst du hier wieder deinen Gurt oder eine Socke, um den Abstand zwischen deinen Händen zu überbrücken. Und dann zieh dich hier nochmal ganz bewusst in den Twist. Ich wieder zurück. Atme nochmal ein, hier ausatmen, zieh die rechte Hand wieder nach oben zur Decke. Einatmen, stell sie am Boden ab, links auch. Und dann öffne die linke Hand, ausatmen nach oben. Und lass sie dann auf den unteren Rücken sinken. Und binde auch hier auf der anderen Seite wieder die Malasana. Wir haben es fast geschafft. Einatmen, stell die rechte Hand wieder am Boden ab, ausatmen, zieh die linke nochmal nach oben und dann setzt beide Hände am Boden in der Mitte ab. Wir lösen die tiefe Hocke noch nicht ganz auf. Mach den Schritt einmal kleiner, sodass beide Füße jetzt nebeneinander stehen. Der Boden, der Po ist noch nicht abgesetzt am Boden. Und dann falte deine Hände zu so einer Pistole, lass den Zeigefinger und den Daumen ausgestreckt und die anderen Finger miteinander verschränken. Und dann zieh einatmen, die Hände über vorne nach oben. Zieh so ein bisschen Richtung Himmel und mach dich hier ganz lang. Einatmen, nochmal hier ausatmen, die Hände sinken lassen. Und jetzt lass den Po zum Boden gleiten. Stell die Füße ein bisschen nach vorne auf und dann lass dich gerne einfach locker über deine Knie hängen. Oder mach einfach das, was sich jetzt gerade für dich richtig anfühlt. Dann richte dich langsam wieder auf. Die Füße sind am Boden aufgestellt, die Beine noch angezogen. Bring Länge in deinen Rücken, streck die Arme lang aus und stell die Fingerspitzen am Boden ab, dass du wieder so Zelte mit deinen Fingern bildest. Und dann lass dich ganz leicht nach hinten sinken und heb die Beine nach oben, sodass die Unterschenkel parallel zum Boden sind. Eine Variante des Bootes. Die Hände bleiben auf dem Boden. Und wenn du magst, atme hier nochmal ein und ausatmen. Kannst du das rechte Bein nach unten sinken lassen. Nicht ablegen. Einatmen, wieder nach oben holen. Ausatmen, das linke Bein strecken. Und das wieder nach oben holen. Und dann zieh beide Beine nochmal ran, die Unterschenkel parallel zum Boden. Einatmen, hier nochmal Länge im Rücken schaffen, ausatmen, die Füße am Boden absetzen. Die Hände gerne ein bisschen hinter deinem Po abstellen. Und dann kannst du deine Knie einfach mal locker nach links und rechts
sinken lassen. Und streck das rechte Bein am Boden auf. Die Zehen sind rangezogen, der Fuß geflext. Der linke Fuß ist, das linke Bein ist rangezogen. Und dann stell den linken Fuß auf die Außenseite deines rechten Beines. Umarme mit dem rechten Arm dein linkes Bein. Zieh die linke Hand nach vorne. Einatmen und ausatmen. Mach einen großen Kreis. Und setz die linke Hand hinten am Boden ab, hinter deinem Gesäß. Der Blick geht leicht nach hinten. Wenn du magst, kannst du deinen rechten Oberarm auf die Außenseite deines linken Beines bringen und die rechte Hand ein bisschen wie zu so einem Stopp nach oben zeigen lassen. Und dann bring einatmen, noch eine Länge in deine Wirbelsäule und ausatmen. Kannst du dich ganz vorsichtig vielleicht noch ein bisschen weiter an den Twist bringen. Einatmen, nochmal hier, ausatmen. Dreh den Oberkörper nach rechts, stell die Hände kurz auf. Lass dich nach rechts sinken. Und komm wieder nach oben, wir wechseln das Bein, das linke Bein ist ausgestreckt. Den rechten Fuß erstmal anziehen und dann auf die Außenseite deines linken Beines bringen. Und dann umarm mit dem linken Arm den rechten Oberschenkel. Zieh den rechten Arm ausgestreckt nach vorne, einatmen und ausatmen. Mach wieder den großen Kreis nach hinten. Stell die rechte Hand am Boden ab. Und wenn du auch hier weitergehen magst, dann bring gerne deinen linken Oberarm an die Außenseite deines rechten Beines. Einatmen, löst das Ganze auf und ausatmen, dreh dich nach links, lass dich nochmal zur linken Seite sinken. Dann entknote deine Beine, stell beide Füße am Boden auf, zieh die Hände nochmal nach vorne und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach hinten ab, in die Rückenlage, ganz langsam und genüsslich. Und bevor wir jetzt zum wohlverdienten Shavasana kommen, zieh die Beine nochmal ran, die Fußsohlen zeigen zur Decke und dann kommt dein Happy Baby. Der untere Rücken bleibt geerdet hier. Lass deine Füße vorsichtig los und lass die Beine langgestreckt auf den Boden ausgleiten. Komm in deine Rückenlage. Mach dich bereit für Shavasana. Vielleicht magst du deine Decke ein bisschen aufrollen und unter deine Knie schieben. Als Ersatz eines Polsters, falls du keines hast. Mach dir hier ganz gemütlich. Die Arme liegen ganz locker neben deinem Körper. Die Handflächen zeigen nach oben, die Fußspitzen, die Zehenspitzen fallen nach links und rechts ganz entspannt. Dann heb deinen Kopf nochmal ganz leicht an, zieh das Kinn zur Brust und leg den Kopf wieder ab, sodass du hier im Nacken gleichmäßig überstreckst. Und dann lass ganz bewusst alle Muskeln locker, du musst jetzt hier gar nichts mehr leisten.
Die Oberschenkel können entspannen, die Arme und Schultern können entspannen. Die Stirn ist ganz glatt, deine Kiefermuskeln locker. Vielleicht öffnet sich dein Mund jetzt etwas. Atme hier ganz ruhig und entspannt, wie deine Atmung jetzt kommen und gehen mag. Fühl dich mit einer tiefen Einatmung wieder zurück in den Raum. Und dann beginnen deine Fingerspitzen zu bewegen, deine Zehen, kreis deine Handgelenke und Fußgelenke. Zieh die Arme über deinen Kopf nach hinten und streck dich nochmal in beide Richtungen. Dann hol die Beine an deinen Oberkörper, umarm sie kurz und lass dich mit links und rechts schaukeln, ganz entspannt, ganz vorsichtig. Eine letzte Massage für deinen unteren Rücken. Und dann lass dich auf deine Lieblingsseite sinken. Stell die obere Hand am Boden auf und drück dich langsam nach oben in einen Sitz. Lass die Augen gerne geschlossen dabei. Nimm die Hände ins Anjali Mudra vors Herz und wir beenden die Stunde mit einem gemeinsamen Om. Atme dafür nochmal tief ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal ein für Om. Danke, dass ihr heute Yoga mit mir mitgemacht habt, live und vor dem PC.
Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Genießt sie. Namaste.